Hey ho, meine Lieben, ich hab's verkackt. Die Uhr sagt kurz vor 5 und da habe ich auch keine Lust mehr mit dem Fahrrad rauszufahren. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Bis ich mich jetzt akklimatisiert hatte, war alles zu spät. Und ja, meine Spieße mache ich jetzt zu Hause. Müssen gemacht werden, wer schad drum. Habe ich mir von der Metzgerei eben extra geholt. Tja, und wer jetzt sagt, Fertigspieße, bla 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 bla, ist mir wurscht. Viele sagen immer, man soll die Metzger unterstützen. Das mache ich ja hiermit. Und deswegen ist das für mich völlig legitim. Ich mache jetzt einen schönen Spießertag bei mir zu Hause. In meiner kleinen, aber feinen Küche. Attacke. Tja, Freunde. Mein Paket. Was habe ich noch alles so gefunden? Eine Käsesemmel, Kräuterbutter, bisschen Eiweiß noch übrig, eine Paprika, Barbecue-Soße. Damit vergnüge ich mich jetzt heute. Ja, was hat mich der ganze Spaß gekostet? Gerade mal 6 Euro. 6 Euro und 1 Cent. Also das hält sich in Grenzen, im überschaubaren Bereich. Was habe ich hier drin? So ein schönes vormariniertes Spießlein. Habe ich hier einen großen schönen Spieß und hier habe ich zwei kleine Grillfackeln und genau mit denen fange ich jetzt heute an. Die mache ich mir zuallererst, ein bisschen Kräuterbutter dazu, ein bisschen Semmel, die Paprika mache ich mir dann zu den Spießen. Tja, und genau das machen wir jetzt drüben am Fenster am Steakboard. Tja, dazu muss ich aber jetzt noch schnell mit Wasser füllen, mein Venti-Hui aufstellen und dann können wir auch schon loslegen. Da steht's, angeschalten ist es schon, heizt schon auf. Genau hier nebendran steht der Ventilator und bläst jetzt hier aus ganz naher Entfernung hier raus. Und jetzt gucken wir mal, ja, also ich habe hier auch nicht viel Platz, dass ich an das Takeboard rankomme. Aber nichtsdestotrotz soll mich das jetzt nicht abhalten zu grillen. Jo, ganz genau. Dann wären wir soweit. Das Ding ist warm genug, heiß genug. Ziemlich windige Angelegenheit hier heute. Ja, und eine Scheibe Paprika schneide ich mal auch noch ab. Das ist dann sozusagen heute mein Frühstück. Der Wasserstand da drin sinkt auch ziemlich schnell ab. Tja, dann sind meine Grillfackeln auch gleich fertig. Wunderbar. So, ich würde mal sagen, das reicht jetzt da soweit. Schalte ich den dabei nämlich aus. Ja, und das wäre dann, ja, auf gut Deutsch, mein Frühstück. So, dann befreien wir mal hier die Fackeln von dem Spieß. Letztens habe ich ja auch gezeigt, wie man die Grillfackeln ganz einfach selber machen kann. Und gar kein Problem. Ja.
erste Runde. Bisschen Eiber drauf. Bisschen, was habe ich denn erwischt? Die Knoblauchbutter. Und natürlich noch ein Stückchen von der Paprika, damit es ein richtiges schönes Kuddelmuddel wird. Und ab in den Hals. Tja, das als Frühstück vollkommen okay. Werde ich mir jetzt schmecken lassen und nachher geht es dann weiter mit der zweiten Runde Spieß. Wenn es dazu abgetont, wird später wieder aufgemacht. Ja, und so machen wir jetzt alle Spieße durch, bis wir das Video und mein leibliches Wohl heute fertig haben. Ganz genau, bis gleich. So Freunde, nächste Runde quasi mein Mittagessen. Und die Zwiebel hier haut dauernd ab. Jetzt bleib halt mal drauf. Dann hauen wir uns dieses Spießlein hier drauf. Dazu gibt es wieder eine leckere Paprika. Tja. Und mein Brötchen, meine Käsesemmel werde ich dann auch noch antoasten. Und der Betrieb von so einem Gerät in der Wohnung wirklich nur am offenen Fenster mit Gebläse nach draußen. Ja, anders ist das echt nicht zu empfehlen. Aber das Teil hat halt doch etwas mehr Wumms. Und man kann damit echt gut arbeiten. Wenn das hier so gut funktioniert mit dem Paprika-Grillen, vielleicht sollte ich mir ja dann vielleicht doch einmal ein Eiwa selber machen. So ganz allmählich nähern wir uns der Fertigstellung. Ja, schöne Farbe, wunderbar. Aber ein klein bisschen dauert es noch. Jetzt aber schnell vor lauter Videoschneiden bearbeiten, habe ich hier fast meinen Spieß vergessen. Naja, von der Seite können wir noch ein klitzekleines bisschen vielleicht. Obwohl, naja, Gott. Ja, hier, die Seite, die Seite. So, schauen wir mal, ob er hält irgendwie. Ja. Und dann brutzeln wir den noch von der Seite ein klein bisschen an. Und andere Seite auch noch. Und dann wären wir auch schon fertig. Hier, das Brot haue ich jetzt auch bloß. Oder die Semmel. Die Käsesemmel haue ich bloß ganz kurz hier drauf. Und schmier die dann mit Kräuterbutter. Und dann werden wir für die Runde schon wieder fertig. Dann wird noch schnell gegessen. Und so, nachher dann fürs Abendessen vorbereitet. Da ist dann hier etwas dunkler. So. Das soll uns schon wieder ausreichen. Jawohl. 2 Sekunden und dann sehen wir uns drüben wieder. Jo, meine Semmel schmier ich mir hier jetzt mit meiner Kräuterbutter. Ganz, ganz einfach. Und dann kann ich mir auch schon mein Spießlein rüberholen. Tada. Jetzt muss ich nachschauen, ob die Cam überhaupt an ist. Jawohl. Also der sieht doch mal richtig, richtig gut aus. Schön mit Farbe, allen drum und dran. So wie wir das wollen. Jetzt muss ich ihn bloß hier runterkriegen. So. Dann probieren wir das. Probieren wir doch gleich mal. Tja Leute, warum sollte man sich nicht einmal direkt vom Metzger so leckere Spieße holen? Schmeckt hervorragend, reicht vollkommen. Ein bisschen
Butterbrot, Buttersemmel, Kräuterbuttersemmel dazu. Wunderbar. Mir schmeckt es lecker. Ich bin zufrieden. Das ist das Wichtigste für mich persönlich. Ja, jetzt gehe ich rüber zum Video weiter bearbeiten, zu essen nebenbei. Und wir sehen uns dann in diesem Video gleich wieder mit dem dritten Spieß oder vierter Spieß eigentlich. Ja, und letzte Runde und das dann sozusagen mein Abendessen ist. Aber das könnte etwas später werden. Weil es war schon ein bisschen was jetzt. Boah. Gleich 11:30 Uhr, Zeit für Abendessen. Ja, ich habe ja noch diesen geilen Spieß hier. Den mache ich jetzt nochmal auf den Grill. War ja auch schon am Überlegen, ob ich mir den nicht in der Pfanne rausbrat. Ja, aber schmeiß mal auf den Grill und in der Pfanne oder in die Pfanne haue ich mal schnell noch Buttergemüse rein. Schneide noch die restliche Paprika da mit ins Buttergemüse rein. Hau da zusätzlich noch ein Stückchen von der Kräuterbutter mit rein. Ja, und ja, fertig ist dann mein Abendessen. Ich heiz jetzt an, schmeiß den Spieß schon mal drauf und hole euch nachher irgendwann kamerahändisch ja, kurz dazu. So mache ich das jetzt. Weil irgendwie wird es mir jetzt langsam doch ein bisschen spät. Ja. Ich leg mal los. Da ist das Gemüse, bisschen Wasser mit rein, so wie es auf der Packung steht. Und ja, mach mal jetzt einfach und Moment. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Den legen wir hier jetzt einfach drauf und ja, grillen. Und beim Anheizen hatte ich den Ventilator noch nicht an. Und tatsächlich ist gleich der Rauch hier reingezogen, Ventilator an und hasta la vista Rauch. Also funktioniert so hervorragend. Da ist er. So, schön angegrillt ist es jetzt. Und ja, jetzt habe ich runtergeschalten auf Stufe 1 und jetzt lasse ich das einfach noch ein bisschen ziehen. Und hoffe, dass es nachher richtig schön durch ist. Und ja, was macht mein Gemüse? Gemüse ist auch soweit gut. Habe ich komplett auf 1 zurückgeschalten, dass es noch warm bleibt. Ja, und wenn der Spieß fertig ist, kann ich wieder essen. So, jetzt hoffe ich, dass alles durch ist. Fenster gleich zu. Grill ist ja schon aus. Und ja, jetzt schaue ich erstmal, ob die durch sind, weil ansonsten muss ich die nochmal mit in die Pfanne reinkloppen. Aber ich denke, das wird alles gut sein. Lang genug ist es draufgelegen. Nee, ja, tatsächlich doch noch nicht. Dann mache ich das jetzt anders. Tu mir ein bisschen Gemüse oder das Gemüse auf den Teller schon und brutzel das nochmal volles Programm in der Pfanne durch. Ja, so kann es gehen in der Nacht um ja, 11:45 Uhr mittlerweile. Ja, Mai, was soll ich dazu sagen? Es ist mittlerweile schon spät und naja. Ich will einfach eigentlich nur noch essen und nachher ins Bettchen gehen. So, das kommt jetzt, das Fleisch kommt jetzt wieder in die Pfanne rein und wird einfach noch ein bisschen nachgebrutzelt. Jo, da liegt es jetzt und wartet, dass es die Pfanne gescheit heiß wird wieder. Ich war vorher echt schon am Überlegen, ob ich hier auf dem Grill noch eine Konigsschale oder so drüber tun soll, aber das habe ich mich wirklich nicht so ganz getraut. Das hätte es einfach noch ein bisschen länger gebraucht. Egal. Machen wir es so schnell fertig. Und gut ist dann. So Leute. Und am Ende zählt ja doch bloß das Ergebnis. Und ich denke, das lässt sich jetzt sehen. Und
als letzter Schritt in diesem Video Probierle. Dabei natürlich wieder gleich das Fazit sozusagen gesprochen und ab in den Hals. So, dann holen wir mal. Ja. Lecker. Der Speck, was dazwischen war. Und Buttergemüse. Schlussendlich zählt doch immer bloß das Ergebnis. Und wenn man dann halt einmal mit einer Pfanne nachhelfen muss, ja mein Gott, dann ist es so. Oder mit der Griddleplate oder sonst was. Ja, ich esse das jetzt noch auf. Meine Spieße sind dann weg. Und schauen wir mal, ob dann morgen mein Anhängerle kommt. Und vielleicht bin ich ja dann morgen doch noch unterwegs draußen. Ihr werdet es dann im Video sehen. Ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ich hocke mich jetzt wieder von meinem PC, tu gemütlich essen. Ich hoffe, das Video hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, war heute schön gemischt. Und Leute, hasta la vista, Däumchen nach oben nicht vergessen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ja, und, ach ja, das billige Gemüse. Haut da noch eine Kräuterbutter mit dazu und fertig. Bei den etwas hochwertigeren Iglo Haumichtod und Co. ist es nicht nötig, aber bei den günstigen, da sparen sie nämlich an der Kräuterbutter. Also, ciao, Ikowski.